Wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag und ich mache mich jetzt fertig. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich muss erstmal meine Haare irgendwie zurecht kriegen. Allgemein trage ich eigentlich schmuckmäßig immer das Gleiche. Und zwar immer diese Ohrringe, die habe ich geschenkt bekommen. Und dann trage ich immer so random Ringe, die ich von meiner Mom geschenkt bekommen habe oder so gekauft habe irgendwann oder so. Armbandmäßig habe ich immer auf meinem rechten Arm so random Stoffsachen. Und dann hier habe ich immer mein Herzarmband, welches meiner Kette matcht. Genau. Okay, ich bin echt viel zu spät dran gerade, aber oberteilmäßig werde ich heute einmal so ein schwarzes, enges Oberteil einfach anziehen. Ich habe gerade gesehen, hier ist ein Fleck drauf. Das ist belastend, aber ich ziehe es trotzdem an. Okay, so sieht dieses Oberteil aus. Ich lieb's. Und als Hose habe ich diese Parachute Pants von Columbia. Okay, so sieht das ganze Ding jetzt aus. Okay, für Schuhe ziehe ich heute die hier an und ich weiß, es ist ein bisschen dreckig, aber YOLO. Ich finde es gerade sehr, sehr weird, weil wer zieht bitte seine Schuhe im Zimmer an? Dann sage ich, bin ich wirklich fake, aber im Flur ist kein Licht. Also mache ich das jetzt einfach hier und dann passt das. Und obwohl diese Jacke eine komplett andere Farbe als die Hose hat und es komplett scheiße aussehen wird, werde ich jetzt trotzdem anziehen, weil es wird heute windig und kalt und was weiß ich nicht alles noch. Und ich habe keinen Bock zu erfrieren. Und ich habe gerade keine schwarze andere Jacke. Mein Rucksack passt auch absolut nicht dazu, aber Yoka. Ja. Das wird. Okay, ich habe entschieden, die Jacke passt besser. Ja. Hi. Update zum Outfit. Ich bin gerade von der Schule nach Hause gelaufen, weil ich frei habe und wie man sieht, meine Haare sind komplett nass. Meine Jacke ist nass, aber die ist halt Wasserdings, ne? Und meine Hose ist auch komplett durch. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag. Ich schreibe heute Klausur. Das heißt, mein Outfit wird dementsprechend auch aussehen. Relativ chillig. Aber ich hatte über Nacht diese Frisur, also es ist so hochgeflochten. Ich finde das irgendwie voll süß gerade. Okay, irgendwie bin ich heute komplett überfordert mit meiner Outfitwahl. Aber ich werde diese Jeans anziehen. Okay, hier haben wir das gute Stück. Moment. Ah, mein Knie. Beautiful. Okay, heute ist irgendwie selbst die Überforderung überfordert mit meinem Outfit. Weil ich fahre halt in weniger als einer Woche nach Paris. Wenn das Video hochgeht, bin ich gerade in Paris. Und in Paris brauche ich alle meine guten Sachen und deswegen will ich nicht so richtig meine guten Sachen alle jetzt halt dreckig machen, dass die in der Wäsche sind dann. Und das ist sehr, sehr belastend. Aber ich habe gestern neue Nägel bekommen. Irgendwie bin ich gerade voll auf dem Rot-Trip. Ich habe diesen Pulli gefunden. Irgendwie gibt er mir so 2014 Vibes, aber irgendwie gibt er mir auch, könnte voll gut kommen gerade. Okay, so sieht das jetzt aus. Irgendwie fühle ich es. Das ist ein Vibe, deswegen lasse ich es jetzt an. Ich brauche eine Uhr. Bei Klausuren ziehe ich nämlich immer diese Uhr an, weil ich brauche eine Uhrzeit. Ich glaube, wir haben unser Fit gefunden. Irgendwie bin ich happy damit. Aber this is it. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch. Ich habe mir schon ein Oberteil rausgesucht, was ich heute gerne anziehen möchte. Und zwar wäre das das hier. Das ist einfach cool. Okay, das sieht jetzt ein bisschen weird aus, weil ich weiß auf weiß anhabe, aber das ist das Oberteil. Das fittet sehr, sehr nice. Als Hose habe ich diese dunkelblaue Cargo. Die ist irgendwie Größe 42 oder sowas und die fittet so geil. Moment, ich zeig's euch. Zeig's euch nochmal so. Ich habe gerade entdeckt, dass ich diese Cap noch habe und die würde eigentlich richtig gut dazu fitten. Das Problem ist, ich finde irgendwie, mir steht das nicht. Ich finde, ich sehe immer weird aus mit Caps. Also die sitzt halt auch gerade irgendwie ein bisschen weird.
Weiß ich jetzt nicht, ne? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt als Jacke das hier gefunden. Es gibt mir so sehr chillige Vibes. Bisschen Bauarbeiter, väterlicher Look, aber ich finde es cool. Jetzt habe ich hier nochmal das Fit. Für Schuhe würde ich entweder die hier oder die anziehen. Ich glaube tatsächlich nur die Air Force. Final Fit Check. Let's go! Guten Morgen, es ist Donnerstag und die Sonne scheint. Es ist so schön. Und wir müssen uns jetzt mein Outfit rauspicken. Aber tatsächlich sehr, sehr schnell, weil ich bin sehr, sehr spät. Ich habe heute ein bisschen verschlafen, weil ich habe vergessen, mir den Wecker zu stellen und bin nur so aufgestanden. Egal, let's go. Als Hose habe ich mich heute nur für eine einfach basic schwarze Jeans entschieden. Okay, das hier ist die Hose. Beautiful. Ich glaube tatsächlich, als Oberteil würde diese rosa Wickeljacke irgendwie ein Vibe sein. Nice. Schuhe sind heute wieder die. Genau, und als Jacke hatte ich einfach so eine schwarze Jacke an. Ja, Update. Ich habe heute frei. Alles entfällt. Das heißt, ich werde mich jetzt wieder zurück in meine Gammelsachen fropfen. Und ja, schön.